Johannes Adamitz, du warst bei euch im Team der Mann für die Gesamtwertung. Das hat weitestgehend gut funktioniert, auch heute. Bist du zufrieden? Ja, ich bin soweit zufrieden. Am Anfang war ich in der Ausreißergruppe. Wir wurden nicht wirklich fahren gelassen. Dann hat sich die Gruppe nochmal gesplittet und ich war dann leider im hinteren Teil, bin wieder ins Feld zurückgefallen. Und da musste ich leider bei der letzten Überfahrt hoch zum Herdweg, glaube ich, genau, musste ich reißen lassen. Ich hatte halt ein paar Körner verschenkt im Anfang vom Rennen. Da wäre vielleicht mehr drin gewesen, wenn ich im Feld geblieben wäre. Aber ja, soweit bin ich zufrieden. War ein super Erlebnis heute. Die Stimmung war der Hammer am Herdweg. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und ja, war eine Top-Deutschland-Tour soweit. Und das Niveau heute war extrem hoch. Es wurde Vollgas vom Start weg gefahren. Ja, ich würde sagen, das war somit das härteste Rennen, was ich je gefahren bin. Es ging direkt am Start los. Der erste Berg wurde super schnell gefahren. Da ist schon das Feld komplett zerflogen. Ich denke, es waren dann noch 50 Mann übrig circa. Und die Pace war den ganzen Tag schnell. Man konnte sich nie ausruhen. Es war wirklich nie irgendwie mal eine Phase, wo man sagen konnte, da kann man sich entspannen. War immer Vollgas. Und dann hier auf dem Rundkurs wurde es dann immer schlimmer. Ich meine, das ist ja eher eine Kriteriumsstrecke hier mit den 20 Kurven vor dem Berg. Den Berg muss man dann auch jedes Mal voll ins Laktat gehen. Ja, dementsprechend war es super hart. Ein schweres Rennen mit einem Top-Starterfeld. Was hast du gelernt? Vielleicht auch über dich selbst? Ja, also ich habe gelernt, dass ich doch noch ein bisschen Potenzial habe und das gibt mir eigentlich Zuversicht, weiter dran zu bleiben, weiter hart zu trainieren und dann vielleicht noch ein Stückchen besser zu werden. Vielen Dank.